gerade hier auf der schlechten Straßenbeschaffenheit und diesen Kurven hier, diesen engen Kurven, merkt man, der Spagat zwischen Komfort einerseits und Sportlichkeit andererseits hier beim Kia Exceed, den wir hier haben, ist auf unserer Hausstrecke, die wir zum ersten Mal dieses Jahr ansteuern, richtig gut gelungen. Wir haben eine straffe Karosserie, eine sehr verwindungssteife Karosserie, die auch akustisch sehr ruhig ist, und wir haben ein sehr präzises Fahrwerk, trotz Höherlegung. Das merkt man auch hier beim Durchsteuern von der Kurve. Direkt ab Scheitelpunkt kann man wieder rangehen und das zieht ihn richtig schön durch die Kurve. Das macht richtig Freude. Wir haben hier zwar ein etwas höher gesetztes Fahrwerk, aber wir haben auch ein bisschen weichere Dämpfereinheiten. 4% weicher an der Vorderachse, 7-8% weicher an der Hinterachse. Die Vorderachse ist McPherson und wir haben hier zum ersten Mal im Kia Exceed, und das hat tatsächlich Kia gemacht, nur bei diesem Modell, bei den anderen Modellen nicht, beim Seat nicht und beim Sportswagen auch nicht und beim Pro Seat auch nicht, Zugdruck begrenzte Stoßdämpfer. Das heißt, wir haben ein deutlich feineres Abstimmverhalten vorne an der Vorderachse. Klar, je nach Motorgewicht vorne, ob es jetzt der 1,6 Liter Diesel ist oder 1,6 Liter Benziner, wie in dem Fall mit 204 PS, kann man da noch mal ein bisschen feiner steuern. Und das merkt man dann tatsächlich auch in Kurven, dass er trotz seiner höheren Karosserie fast so fein einsteuert wie ein normaler Seat. So, Beschleunigung. 7,5 Sekunden von 0 auf 100, 265 Newtonmeter Drehmoment, 204 PS. Das haben wir hier im Topmotor drin. Das Auto wiegt natürlich ein bisschen was, 1,8 Tonnen bringt er schon auf die Waage. Wir haben Vorderradantrieb hier nur in diesem Fahrzeug, aber trotzdem soll das ganz gut hier beschleunigen. Und das sehen wir jetzt hier, ohne zu messen. Man kann ja trotzdem ein bisschen vorspannen. Genau, mal sehen, wie stark er vorspannt bis 2000 Umdrehungen. Und los geht's. Ja, sehr behäbig geht's los, aber ein bisschen Wheelspin vorne und wir haben jetzt die 100 erreicht. Okay, das war sportlich, das war angenehm, das war jetzt nicht rasant, aber es hat Freude bereitet. Das Auto hat ordentlich Leistung, was man jetzt auch gesehen hat. Was ich tatsächlich nicht mag, ist, wenn wir schon den Kia Exceed als GT-Line haben, dann fehlen mir hier tatsächlich auch Schaltwippen. Wir haben den anderen Fall gehabt, wo ich gesagt habe, wir brauchen sie nicht, im Kia Sportage. Im Kia Sportage Hybrid vor allem, da brauche ich keine Schaltwippen, weil das Auto einfach viel gemächlicher ist und auch gar nicht so knackig sportlich abgestimmt ist, wie dieses kleine SUV hier im Exceed. Aber Kia hat wohl da noch keine rote Linie bei diesen beiden Modellen zumindest gefunden und verbaut hier keine Schaltwippen. Dafür kann man hier unten an dem Wählhebel vom 7-Gang-Automatikgetriebe, also Doppelkupplungsgetriebe, was wir hier drin haben, kann man manuell schalten. Und wir haben hier auch noch die Funktion zwischen Sportmodus und Normalmodus zu wechseln. Ich war gerade die ganze Zeit im Sportmodus. Man verändert hier dadurch keine Fahrwerksabstimmung, aber man verändert dadurch die Getriebeabstimmung, den Widerstand im Lenkrad und eben das klassische, die Gaspedalannahme. Was übrigens hier tatsächlich ist, ist Doppelkupplungsgetriebe. Kennt man normalerweise von anderen Herstellern, zum Beispiel DSG von Volkswagen, dass es sehr knackig abgestimmt ist, auch beim Anfahren, auch bei Skoda. Skoda hat es jetzt neulich geändert, das ist, was ist neulich, vor 2 Jahren ungefähr, dass es ein bisschen sanfter eben alles anfährt. Hier ist das Doppelkupplungsgetriebe beim Anfahren, jetzt bin ich im Manuellmodus, Entschuldigung, hätte schalten müssen, beim Anfahren sehr komfortabel. Vor allem, wenn er kalt ist, lässt er die Kupplung sehr lange schleifen. Jetzt ist es schon ein bisschen straffer, okay, muss man schon sagen, genau. Aber wenn er wirklich nicht warm gefahren ist und man morgen startet, dann lässt er die Kupplung lange schleifen und dann denkt man manchmal, man hat ein Wandlergetriebe, was mir nicht ganz so gut gefällt, denn Wandlergetriebe ist immer ein bisschen behäbig und es würde jetzt nicht zum Charakter von diesem Auto passen. Aber in diesem Fall ist es eben ohne jegliches Ruckeln verbunden hier im Doppelkupplungsgetriebe, auch wenn er warm ist nicht. Aber es dürfte ein Ticken knackiger für mich sein, aber ich verstehe schon, dass das hier zu dem Exceed, zu dem Charakter eines kleinen SUV besser passt, wenn das alles etwas komfortabler abgestimmt ist. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Auto von außen an. So, da das Auto mit höher gesetztem Fahrwerk nicht nur für die betonierte Straße ist, kann man auch ganz entspannt hier abbiegen. So,
zackig und hier direkt auf den Feldweg hochfahren. So. So, jetzt haben wir das schön geputzte Auto wieder ein bisschen eingesaut, aber so ist es nun mal. Das Auto möchte auch eben so ein bisschen bewegt werden, weil es hat ja auch so einen leichten Offroad-Look. Ja, die Farbe, die wir hier haben, die finde ich tatsächlich echt schick. Wir haben hier Celonis Grün Metallic, kostet 690 Euro Aufpreis. Finde ich, steht dem Auto sehr gut, obwohl ich nicht dieser typische Grünmensch bin. Aber in Kombination mit den schwarzen Teilen, lackierten Teilen, die wir hier haben und auch den schwarzen Radhäusern, in Kunststoff, finde ich, sieht das richtig schick aus. Ja, wir haben hier einen Radstand von 2,65 Meter. Er ist ein Abkömmling der Seat-Familie und deswegen sind alle Fahrzeuge in der Seat-Familie mit demselben Radstand ausgestattet. Nur die Höhe, die jeweilige Bodenfreiheit, die Höhe als auch die vorderen und hinteren Überhänge, die unterscheiden sich natürlich immer. So, wir haben hier das Auto, wie es hier steht, für 39.000 Euro. Tutto completo. Das Einzige, was fehlt, ist das Glasdach. Man kann hier noch ein Glasschiebedach hinzubestellen. Das gibt nochmal mehr Raum, würde in diesem Auto sehr gut passen und dem Auto sehr gut stehen. Das haben wir hier nicht an Bord. Ansonsten haben wir ja alles an Bord. Das einzige Paket, was noch optional dazukommt, ist das Lederpaket mit der Einstellung des Vordersitzes, also mit elektrischer Verstellung hier vorne. Das ist nur der Fahrersitz und nicht der Beifahrersitz, den man dann da noch verstellen kann. Das ganze Paket kostet rund 1.500 Euro. Und damit sind wir hier bei dem Auto bei eben diesem Preis von 39.000 Euro, der für dieses Komplettpaket, was man da alles bekommt, ein echt guter Preis ist, auch wenn es nicht preisgünstig ist oder gar billig, aber es ist trotzdem ein sehr guter Preis. Ja, die Wettbewerber hier in diesem Umfeld, die sind sehr viele und auch sehr starke. Wir haben natürlich der erste, der einem einfällt oder der den meisten einfällt, ist der VW T-Roc. Der VW T-Roc ist hier der direkte Wettbewerber, aber es gibt natürlich auch noch weitere, CX-30 von Mazda. Wir haben hier noch diverse Modelle von Peugeot, von Citroën C4 zum Beispiel. Und wir haben auch einen Opel noch, der hier in dem Wettbewerbsumfeld als normaler kleiner SUV hier mitgeistert. Das alles ist sehr, sehr hart umkämpft. Wenn wir jetzt hier am Heck stehen, haben wir hier die GT-spezifischen Heckleuchten. Die gibt es nicht immer beim neuen Kia Exceed 2023, beim neuen Modelljahr, sondern nur beim GT. Wir haben hier diese einzelnen LED-Bildpunkte. Ich habe die Zahl vergessen, ich glaube 48 Bildpunkte sind es oder 38, irgendwie sowas. Sieht auf jeden Fall schick aus. Alle Varianten, die nicht GT sind und auch nicht Platinum sind. Also Platinum ist ja die oberste, danach oder darunter kommt die GT-Line, dann kommt Vision zum Beispiel. Alle, die nicht die sind, haben nicht diese GT-Rückleuchten, sondern eben noch die normalen Rückleuchten, in Anführungszeichen, die man noch vom Vorgängermodell oder ähnlich des Vorgängermodells kennt. Genau, das ist da spezifisch. Kofferraum, wenn wir jetzt hier schon am Heck stehen, der öffnet automatisch, sobald man 4 Sekunden vorm Heck steht, mit Schlüssel in der Tasche. Dann geht er automatisch auf, das ist immer gut. Dann muss man hier nicht unten mit den Füßen tanzen, sondern kann ganz normal stehen bleiben, warten, dann geht der Kofferraum auf. Und hier unten haben wir nochmal klar neben diesem variablen Boden, den man hier ganz einfach rausnehmen kann, der auch noch eine zweite Seite hat für robustere Sachen, die man einladen kann, hat man hier richtig viel Platz in der Ersatzradmulde, weil hier unten ist jetzt momentan kein Ersatzrad drin. Das heißt, hier unten kann man auch noch ordentlich beladen. Und wir haben auch, wenn wir alles umklappen, einen ebenen Ladeboden hier drin im Kia Exceed, was natürlich nochmal die Nutzerfreundlichkeit erhöht. So, jetzt bin ich auch gleich hier fertig hier mit dem. Genau. Kofferraumvolumen 1368, glaube ich, also knapp 1400 Liter mit umgeklappter Rückbank. Darunter sind wir um die 400 Liter, wenn die Rückbank steht. Elektrische Heckklappe, die ist ab einer bestimmten Ausstattungskategorie serienmäßig. Ja, was wir hier noch haben, ist das GT-Line-Paket spezifischer Heckdiffusor hier unten.
relativ viel von Diffusor sogar mit diesen Streben hier drin. Das ist tatsächlich sehr, sehr optisch, sehr sportlich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man das bei einem SUV so macht. Aber es sieht gut aus. Vor allem, dass es hier unten noch lackiert ist. Das sieht sehr, sehr edel aus, finde ich. Und dazu noch sehr sportlich hier die Chromleiste. Wir haben hier nicht mehr, wer sich erinnern kann, beim Vormodell hat man noch die eingefassten Endrohrblenden gehabt. Die haben wir jetzt ganz weg. Wir haben nur noch ein Endrohr hier unten. Das sieht man jetzt nicht. Das ist ein ganz normales, unspektakuläres Endrohr. Man hat damals eben noch diese leicht offenen Endrohrblenden gemacht und gehabt. Das ist out. Im Zuge der Elektromobilität will man diese Modelle immer mehr angleichen, weil Kia wird ja irgendwann rein elektrisch werden. Das heißt, das hier, das will man schon mal daran gewöhnen oder sie daran gewöhnen, dass man hier auch gar keine Endrohrblenden mehr haben und sehen will. Kommen wir an die Seite. Wir haben hier an der Seite, das finde ich immer richtig cool, dass das Kia macht, auch schon in der Einstiegsvariante. Die Einstiegsvariante, die beginnt bei 27.300 Euro beim Kia Exceed. Das ist die Vision. Hat man schon 18 Zoll Leichtmetallfelgen an Bord. Das ist richtig cool. Dieses Design auch, das ist bei allen drauf. Wir haben hier noch Winterbereifung drauf, genau, ein Pilot Alpine von Michelin. So, trotzdem aber sieht das richtig gut aus, finde ich, auch von der Seite. Auch hier mit der Beplankung, mit der Kunststoffbeplankung, hier alles robust an der Seite. Sehr gut, schwarze Außenspiegel, das alles bekommt man in diesem Paket. Übrigens, das Paket GT-Line, das kann man nicht einfach für jedes Modell, für jede Ausstattungslinie on top bestellen, sondern das geht nur für die 1,5, also ab den 1,5 Liter Benzinmotoren, also 1,5 Liter, 1,6 Liter mit 160 PS, also auch 204 PS, wie in dem Fall hier. Darunter kann man das GT-Line-Paket nicht bestellen. So, die Front. Die Front ist hier auch ein bisschen anders geworden. Man hat hier seitens Kia dieses Teil vor allem anders gemacht. Hier unten, wer sich erinnern kann, waren früher Nebelscheinwerfer noch integriert. Man hatte früher auch keine GT-Line-Version, klar, aber hier saßen die Nebelscheinwerfer, die hat man hier hoch integriert in die Scheinwerfer. Und wenn ich jetzt mal hier vorne anmache, die Scheinwerfer, als auch den Motorraum öffne, da gucken wir nämlich gleich rein, wenn die Scheinwerfer mal an sind, dann sieht man, die Signatur ist auch eine andere als früher. Man hatte früher, also was ich sagen wir früher, noch vor 2-3 Jahren hatte man noch die Signatur hier drin, die Porsche sehr angeglichen war mit den 4 Bildpunkten in einem Quadrat. Die ist jetzt weggekommen. Man hat jetzt eine eigenständige Signatur gemacht mit diesen 3 einzelnen LED-Punkten, die die ganze Front noch mal ein bisschen verbreitern sollten. Auch die Form wurde ein bisschen anders hier. Es ist vom Grundprinzip zwar noch gleich geblieben, aber die Form der Scheinwerfer hier, vor allem an den Kanten, wurde hier ein bisschen schlanker gestaltet. Beim Vorgängermodell war das alles ein bisschen noch kurviger und auch hier unten ist es alles ein bisschen aufgeräumter geworden und ein bisschen, ja, bisschen sportlicher, bisschen knackiger. Gucken wir noch mal ganz kurz drunter, wie das hier aussieht, damit man auch das Bild noch hat. Wir haben hier den 1,6 Liter Turbo GDI Motor unter der Haube. Hier ist alles ziemlich vollgepackt, aber alles ordentlich. Hier sieht wirklich alles ordentlich aus. Es fehlt noch eine Domstrebe, um es noch mal weiter zu stabilisieren tatsächlich. Bei so einem sportlichen Modell, darauf hat Kia verzichtet. Aber ansonsten haben wir hier alles an Bord, was man so benötigt. In der Basis des Kia Exceed gibt es hier einen 1,0 Liter Dreizylinder Motor, den kennen wir auch schon. Der ist auch ordentlich, aber der zieht natürlich keine Wurst vom Brot, das muss man auch sagen. Produziert wird der Exceed übrigens in der Slowakei im Werk dort, das heißt Žilina, in der Region oder in der Stadt dort. Dort läuft auch der Kia Sportage unter anderem vom Band, und zwar vom selben Band wie das Auto hier. Diese flexible Fertigung, die zieht ja immer mehr bei immer mehr Herstellern, nicht nur im Automobilbereich, ein, sodass man einfach viel effizienter und viel kundenorientierter produzieren kann. Das ist auch, finde ich, eine relativ spannende Sache, da mal ins Werk reinzugucken. Vielleicht bekommen wir da mal die Gelegenheit. Was mir tatsächlich nicht gefällt, deswegen habe ich die Tür auch noch mal zugemacht, das habe ich schon immer gemacht, und viele von Ihnen sagen immer, wieso macht er das? Das ist total bescheuert, mache ich nie und will ich auch nie wissen, weil mich stört es nicht. Mich aber stört's, wenn ich hier eine Tür in der Hand habe, gerade hinten, und die aufmache. Jeden Tag mache ich die auf, wenn ich so ein Auto habe, um einfach Sachen einzuladen. Dann ziehe ich an der und denke mir, ah, okay, sie ist ein bisschen, vor allem der
Türgriff hier ist ein bisschen, ja, lommelig. Also nicht lommelig im total negativen Sinn, aber es könnte ein bisschen fester sein, es könnte ein bisschen schöner sein und vor allem es könnte ein bisschen knackiger zugehen und nicht so nachschwingen. Hören Sie das? So? Ja. Also ganz, ganz kleines Detail, würde mich jetzt auch nicht von dem Kauf abhalten, aber ist eben so, ganz genauso wie ich sage, ja klar, wir befinden uns hier in einem bestimmten preislichen Bereich und Segment und dafür ist das auch ordentlich gemacht, aber es könnte immer noch ein bisschen besser gehen, auch in diesem Segment, wenn ich sage, hier oben, okay, Hartplastik, hier unten nochmal wirklich ganz schönes Hartplastik hier alles, aber zumindest sind die Armauflagen hier in der Mitte leicht gepolstert und auch hier fühlt sie schon in Ordnung an und hier hast du auch so ein bisschen Kunststoff Klavierlack lackiert. Das ist schon alles in Ordnung auf jeden Fall und die Verarbeitung hier ist auch gut. Die Materialien ganz genauso in der Front, bei den Fronttüren, die könnten noch ein bisschen aufgedreht werden, aber klar, es ist ein hart umkämpfter Markt, wie ich schon sagte. So, hier hinten, da sitzt man gut, man hat eben vorne, das werden wir gleich noch sehen, die Sitze. Und hier hinten hast du die Sitze auch mit Velour, also hier außen Leder und hier innen drin hier dieses Mikrofaser, Alcantara, wie auch immer man das nennt. Das heißt, man sitzt auch gut darin und das hat ein bisschen mehr Widerstand, wenn man hier sitzt, auch flott als hinterer Passagier durch die Kurven fährt, ein bisschen mehr Widerstand, sodass man hier nicht rumrutscht. Und das Allerschlimmste ist immer, wenn man in einem Auto sitzt und hier hinten immer sich so abstützen muss, damit man in den Kurven, auch wenn man langsam fährt, nicht hin und her rutscht. Und das hat man hier tatsächlich nicht. Und das ist sehr gut. Auch die Beinfreiheit, die ist jetzt nicht wie im Rolls-Royce, aber das erwartet ja auch keiner. So, auch hier übrigens, das Piepsen ist übrigens so nervig, aber das ist, weil ich den Schlüssel in der Hosentasche habe und die Zündung anhabe, weil ich Ihnen die Scheinwerfer gezeigt habe. Auch hier die Tür, die geht schon schicker auf, die geht schon schöner auf, man hat schon mehr in der Hand. Sie fühlt sich schon qualitativ hochwertiger an als die hinteren Türen, aber auch da geht noch ein bisschen mehr. Mal sehen, was die Modellpflege so bringt. Was ich schön finde tatsächlich ist, dass man hier im Vergleich zum Kia Sportage, der das nicht kann, zumindest einer 1,5 Liter Wasserflasche unterbringen kann. Ich habe auch immer Kommentare gelesen von Personen, die sagen, wieso sagt ihr das? Ich nehme nie eine 1,5 Liter Flasche mit ins Auto. Wie bescheuert ist das, das zu testen? Aber ich muss sagen, ich nehme immer eine 1,5 Liter Flasche ins Auto, weil ich eben lange Strecken fahre. Und da reichen mir eben 0,5 Liter nicht aus. Deswegen ist es wichtig, dass auch eine 1,5 Liter Flasche hier reinpasst. So, auch die Innenverkleidung hier ist ähnlich aufgebaut wie hinten. Ein bisschen mehr Klavierlack, ein bisschen mehr edlere Materialien hier. Das ist schon gut, weil es natürlich auch die vorderen Türen sind. Aber im Prinzip ist es ähnlich. Und wir haben hier in der Top-Version eine JBL-Anlage drin. Die gibt es schon ab der zweiten Ausstattungsstufe. Spirit, genau. Gibt schon JBL optional und es lohnt sich. Man kann sich die Anlage wirklich gut anhören. So, jetzt gucken wir ins Interieur. So. Abgeflachtes Lenkrad unten, das hat Kia mittlerweile auch gelernt. Kia lernt ja wahnsinnig schnell, wenn ich daran denke, was vor 8 Jahren oder vor 6 Jahren sogar noch Kias waren. Die waren schon gut, aber man hat noch nicht so viel gemacht wie die, man sagt immer, deutschen Premium in Anführungszeichen Hersteller, die so abgeflachte Lenkräder unten machen oder so Sportsitze hier mit so Nähten im Mikrofaserstoff in der Sitzmittelbahn und wirklich knackige Begrenzungen hier, also Seitenlehnen aufgepolstert, mir fehlen gerade die Worte, genau, und GT-Line-Schriftzug hier oben noch drin. Das alles, also richtig schicke Sitze, die einen gut auch halten. Man hat es gesehen, als wir gefahren sind. Das macht schon echt was her. Lochleder hier am Wählhebel vom Doppelkupplungsgetriebe, Lochleder hier an den Seiten vom Lenkrad. Das ist schon sehr, sehr cool und sehr, sehr gut gemacht. Und was noch cool ist, ist hier das belederte Armaturenbrett. Hier oben sieht sehr hochwertig aus und auch hier sehr knackig und qualitativ von der Verarbeitung echt sehr, sehr gut. Also immer unterscheiden Verarbeitung, wie gut die Materialien zusammenpassen, zusammenhängen und Materialqualität, so wie in den Türen eben billiges Plastik, Kunststoff. Das ist eben diese Unterscheidung. Man hat hier alles an Bord in dieser Version. Wir haben hier Sitzheizung, Lenkradheizung, die ganzen Assistenzsysteme, Lane Assist. Wir haben hier Ausparkwarner. Wir haben hier Müdigkeitserkennung, die nicht so gut funktioniert, weil sie noch nicht in die Iris der Augen guckt, sondern eher
wie oft blinkt man, wie oft wechselt man die Spur, wie oft kommt man an die Spurgrenzen, also an die Linien. Das guckt die eher an, aber trotzdem hat man hier echt alles an Bord und alles funktioniert auch ziemlich gut. Das ganze System macht einfach Sinn. So, und dann hat man eben dieses 10,25 große Multimedia-System, wo man alles einstellen kann. Gucken wir uns nochmal separat an, im separaten Video. Und wir haben hier ein digitales Cockpit mit 12,5 oder 12,75 großen Display, wo man hier noch ein paar minimale Anpassungen machen kann, beziehungsweise im Menü eben ganz klassischerweise durchscrollen kann. Ja, das alles, das macht einen sehr guten Eindruck in diesem Auto und man fühlt sich einfach wohl. Ja, Kia Exceed. An dem Auto, das haben wir tatsächlich nicht so häufig in der Redaktion, dass sie sagen, ja, es stimmt an einem Auto irgendwie alles, fast alles zumindest, bis auf die Sachen, die ich gesagt habe. Das Auto mit seinen, wie es hier steht, 39.000 Euro Preis, das ist voll in Ordnung. Und dafür bietet er auch ganz schön viel. Wir haben knackige Farben, nicht nur die Farbe, wir haben noch 12 weitere Farben, aus denen man wählen kann. Wir haben ein richtig schönes Äußeres, das ist frisch. Da kann man einfach sagen, okay, der steht gut da, der steht gut auf der Straße, auch hinten und so. Das passt alles von der Optik und wir haben ein gutes Fahrverhalten, ein bisschen höher gesetzt. Man sitzt auch innen drin auf dem, in den Sitzen sitzt man gut drin, auch man sitzt im Auto, aber man sitzt trotzdem ein bisschen höher und hat einen schönen Überblick, was ja auch für einige von Ihnen relativ wichtig ist, dass man einen schönen Überblick hat. Und trotzdem schwankt er nicht, wenn man relativ zügig durch Kurven fährt und sitzt auch gut oder hängt auch gut am Gas und alles, ja, fühlt sich eben sehr fest an. Und das ist ganz wichtig. Und auch bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn, das haben wir jetzt nicht gemacht im Video, aber sind natürlich gefahren, bis 210 laut Tacho, da packt er es. Auch da ist es alles noch relativ ruhig im Interieur. Man kann sich noch gut unterhalten, auch wenn man bei diesen Geschwindigkeiten fährt. Ja, es hat mich gefreut, dass Sie dabei waren hier bei dem Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und es hat Sie auch weitergebracht in Ihrer Entscheidung. Vergessen Sie nicht, auch hier unten noch zu abonnieren, unsere Kanäle, auch unseren YouTube-Kanal, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen können.